So, willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses ist der Dicke. Heute haben wir was ganz Besonderes vor. Und zwar, es sind ja gerade die Ultrabestien in den Raids. Das heißt, Moskito, Voltrian ist bei uns nicht verfügbar. Das ist nur in den ihren Gebieten. Da komme ich nicht hin. Da kommt der Habanero nicht hin, sagen wir es mal so. Ich habe jetzt extra mir Coins angesammelt. Ich habe 600 Coins. Und ich habe eine Einladung jetzt für einen Voltrian-Raid. Da möchte ich jetzt drauf gehen. Ich hoffe, da sind Leute drin. Ich müsste eigentlich dieses große Bundle, hier, wir kaufen jetzt einfach mal das Dreier-Bundle Fan-Raid-Pässe und gehen hier rein, hoffen, dass da Leute sind, hoffen, dass wir jetzt einen Voltrian-Raid machen können. 1 von 7, das sieht gut aus. Dankeschön an Diamond Mario. Grüße gehen raus an Diamond Mario. Ich habe bisher immer gesagt, ihr braucht mich nicht zu Fanraids einladen, das macht keinen Sinn. Der Habanero-Account ist Free-to-Play, der hat keine Fanraid-Pässe, der hat gar nichts. Ich sammle jeden Tag 50 Coins aus den Arenen. Mit diesen 50 Coins kaufe ich mir dann immer Pokebox-Erweiterung oder Item-Erweiterung. Meistens sind die Items wichtiger als die Pokebox, da ich nicht so viele Pokémon sammle und auf der Hand haben möchte. Also sobald ich 200 zusammen habe, kaufe ich immer eine Erweiterung, so muss man sagen. Für diese Gelegenheit jetzt an Moskito Voltrian zu kommen, habe ich aber überlegt, ich werde versuchen, über einen Fanraid das zu schaffen. Ich bin momentan mit Beutel und mit Items relativ weit, sodass ich momentan gut hinkomme. Oder es halt gerade so funktioniert. Also habe ich extra die letzten Sachen nicht geupgradet, habe gewartet, bis ich mindestens 400 Coins habe, damit ich 2 Fanraid-Pässe kaufen kann. Schlauer ist es natürlich jetzt, dieses Bundle zu kaufen, wo gerade 3 Pässe drin sind. Kann ja sein, wir gewinnen zwar den Raid, aber ich schaffe es ihn nicht zu fangen. Und dann müsste ich ja noch einen machen und dann sind die 2 Pässe weg und dann fehlt immer noch Moskito. Aber ich bin guter Dinge. Ich bin gerade hier auf dem Parkplatz beim Kinderarzt. Pupsi ist gerade mit Marie beim Arzt. Ich sitze hier, Jonas sitzt hinter mir, der schläft. Ich finde es unglaublich, wie tief der schläft, dass ich hier so laut rumschreien kann und der nicht aufwacht. Wir versuchen jetzt, dieses Voltrian zu legen, zu fangen. Voltrian ist meiner Meinung nach eh der stärkste von den 3 Ultrabestien, die momentan da sind. Chabelle ist nix, kann nix. Moskito ist richtig cool, der gefällt mir am besten, ist aber nur nützlich in der GBL. Und Voltrian ist einfach ein richtig brutaler Elektroangreifer, ein richtig starkes Teil. Ich werde nur den Pokédex-Eintrag aber holen, der Rest ist mir egal. Ich muss auf andere Elektroangreifer setzen bei dem Habanero-Account. Das ist mir sonst zu teuer, da ständig Fanraid-Pässe auszugeben. Und in der Zeit hätte ich wahrscheinlich eh nur 3 Stück machen können. Das ist Quatsch. Ich habe letztens ein gutes Sekrom bekommen. Da versuche ich jetzt die ganzen Sonderbonbons reinzustecken aus allen Raids, die man so macht und kriegt und hat. Da habe ich ja auch einen Elektroangreifer, der ganz cool ist und wo es leichter ist, dann auch irgendwas dafür zu tun. Wenn ich natürlich jetzt einen 100er kriegen würde, würde ich vielleicht auch gucken, dass ich über Sonderbonbons den irgendwann mal auf Level 40 ziehe. Aber wenn der schlecht ist, würde ich den wahrscheinlich einfach links liegen lassen. So, das hat schon mal gut geklappt. Wir haben noch 222 Sekunden übrig. Voltrian ist besiegt, ist gelegt. Nochmal Grüße gehen raus an Diamond Mario. Danke dafür. Das Gleiche muss ich dann irgendwann mal mit Moskito machen. Da frage ich eben auch nochmal in den Gruppen, ob jemand Moskito-Raids macht, ob jemand einladen kann. Ich habe gesehen die letzten Tage, Bier Benny hat immer eingeladen abends zu Moskito, aber wenn ich abends im Bett liege, bringt mir das nichts, denn ich möchte es ja filmen, ich möchte es ja aufnehmen, ich möchte euch ja daran teilhaben lassen, beim Versuch, einen Voltrian abzugreifen. Das hat einen Knüppel, roten Kreis, aber wie ihr seht, wow, critical catch. Ich würde sagen, wie ihr seht, ist der Kreis noch so rot und es zählt trotzdem als einfach fabelhaft. Und da der ja nicht hoch fliegt und nach links und rechts schweift, müsste der gut fangbar sein. Wir können alle Bälle nutzen. Jetzt ist der erste Ball direkt ein critical catch. Das ist richtig genial. 4 Bonbons bekommen, 4 XL-Bonbons bekommen. Das ist das Thumbnail. Voltrian im Auto, Funkensprung, Donner, wir bewerten mal, hat 3 Sterne, aber keine 15 Angriff. Werde ich jetzt so im Beutel lassen, aber werde nicht nochmal eins machen, der kommt aus Australien, das ist richtig cool, das ist richtig nice. Und ja, mal gucken, wie wir das mit Moskito machen und wer vielleicht für Moskito einladen kann.
wer da gerade in der Nähe ist, sagen wir mal. Oder ob es vielleicht trotzdem der Bierbenny ist, der es die ganze Zeit abends immer probiert. Habt ihr auch ein Voltrian-Raid gemacht? Ihr könnt ja auch Poke-Raid nutzen. Das ist ja eine App, wo trotzdem Leute around the world ihre Raids posten. Ihr könnt Poke-Genie, Poke-Raid, es gibt so vieles. Raids für Zuschauer. Mit Voltrian ist ein bisschen kompliziert. Nee, warte mal. Voltrian-Raids für Zuschauer am Wochenende wären sogar möglich am Sonntag. Da die sind uns ja voraus. Das heißt, wenn ich von 10 bis 12 Raids mache, könnte ich Voltrian für euch anbieten. Und ja, ich hätte mich auch selber einladen können mit einem kleinen Account, aber ich finde es persönlicher, wenn das jemand auch aus der Community machen kann und man irgendwie das Gefühl hat, zusammen zu spielen. So. Voltrian Raids für Zuschauer wäre also möglich. Mosquito ist schlecht, weil von 10 bis 12 Uhr sind die einfach nicht da, weil es da bei denen mitten in der Nacht ist. Wie man das sonst macht, weiß ich nicht. Müsste halt auf Mosquito verzichten. Ansonsten Dankeschön, Diamond Mario. Das ist mein Voltrian jetzt, mein Pokédex-Eintrag. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.